eine weitere Mehrkämpferin, Elodie Jakob, auf der Bahn 8. Und die ersten drei, die kommen ins Halbfinale, plus die zwei schnellsten Zeiten. Und Wonjakowski, Ruckstuhl und Flattich, die sind hier sicher zu favorisieren. Aber aufgepasst, Annie Kählin auf der Bahn 1 könnte hier noch ein Wörtchen mitreden. Und da geht es darum, sich möglichst in den ersten drei Positionen über die Ziellinie zu werfen, um nicht auf die Zeit hoffen zu müssen. Aber ganz, ganz stark besetzt dieser Halbfinallauf über die 100 Meter Hürden. Und sie sind unterwegs. Wonjakowski mit einem guten Start. Ruckstuhl daneben ein bisschen zurückgebunden. Flattich zusammen mit Wonjakowski an der Spitze. Es ist Wonjakowski, die gewinnt vor Flattich und Kählin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und 13,45 bei einem leichten Gegenwind von 0,6 Meter pro Sekunde. Ja, da meldet sie sich wirklich zurück. Selina Wonjakowski, 13,45, das ist mal eine Ansage. Das ist Saisonbestzeit für sie und sie, die so lange verletzt war. Muss natürlich auch von Rennen zu Rennen schauen, dass sie wieder in diesen Wettkampfrhythmus reinfinden wird. Flattich auf Platz 2. Ja, dann ist es doch Ruckstuhl, die zum Schluss noch aufgekommen ist. Geraldine Ruckstuhl holt sich diesen dritten Platz vor Annik Kählin. Und Annik Kählin muss natürlich jetzt auf die Zeit hoffen. Aber das war ein recht guter Lauf von Annik Kählin. Das könnte eigentlich schon noch reichen fürs Finale.